Liebe Astro-Rebellen, herzlich willkommen zu eurem astrologischen Kanal. Ich bin Emmanuel von Zenstern, euer astrologischer Lebensberater. Und das ist die allgemeine Monatsprognose für März 2021. Hallo, lieber wieder. Das ist die allgemeine Monatsprognose für März 2021. Du beginnst diesen Monat mit einem Sextil zwischen Venus und Uranus. Das ist ein harmonischer Aspekt in der Astrologie. Für dich heißt es, in Sachen Liebe und Finanzen scheint März 2021 ein Monat der Veränderungen zu sein. Vielleicht es ist besser, zum Selbstschutz ein Verhältnis zu beenden oder gegebenenfalls dieses so zu gestalten, dass man einen angemessenen Platz darin hat. Es kann auch mit diesem Aspekt geschehen, dass du sehr viel an jemanden denkst, der dich in der Vergangenheit immer wieder geholfen hat. Wir haben am 4. des Monats Mars in Zwillinge eingetreten. Nach einer Zeit der Lethargie wirst du Schritt für Schritt bis 23. April für mehr Aktivität, Bewegung und Abwechslung in deinem Leben sorgen. Ich weiß, du kannst das sehr gut machen als Widder. Möglicherweise hast du einiges zu organisieren oder vielleicht viel Papierkram zu erledigen. Bei vielen Widdern werden die Themen Reise, Kommunikation, Lernen, Geschwister und Nachbar große Herausforderungen mit sich bringen. Wir haben dann am 5. eine nette Konjunktion zwischen Merkur und Jupiter. Du wirst dir einen klaren Überblick von dem verschaffen, was du zu erledigen hast, damit du in finanziellen und sozialen Situationen Hilfe und Unterstützung erhältst. Soziale Kontakte sowie der Kontakt mit Behörden werden dir helfen, deine finanzielle Situation zu verbessern. Diese Konjunktion zwischen Merkur und Jupiter ist für das Thema Lernen sehr gut geeignet. Wir haben zwischen 6. und 11. des Monats eine Konjunktion. Das ist auch eine sehr gute Konstellation zwischen Sonne und Neptun. Bestimmte Inhalte oder Erinnerungen, die du verdrängt hast, werden auf irgendeine Art wieder auftauchen. Es kann sein, dass du dich besonders bemühst, jemanden zufriedenzustellen. Wir haben zwischen 12. und 13. des Monats einen süßen Neumond im Sternzeichen Fische. Es wird Zeit, mit der Vergangenheit abzuschließen und sich emotional und geistig für neue Erfahrungen und Inhalte zu öffnen. Dies kommt bei den Themen Liebe und Familie besonders zur Geltung, mein lieber Widder. Romantische oder melancholische Gefühle können auch mit diesem Aspekt hochkommen. Du hast zwischen 14. und 16. des Monats Sonne Sextil Pluto, eine Angelegenheit, die dich überfordert, wird bald zu Ende kommen und dadurch wirst du ein Gefühl der Erleichterung und der erneuerten Fokus bekommen. Am 15. März haben wir Merkur im Fische eingetreten. Bis 4. April wirst du mit Blick auf die Zukunft alles bewerten können, was bis jetzt in deinem Leben geschehen ist und was du bis jetzt gemacht hast. Es ist wichtig, sich nicht von Schuldgefühlen und Ängsten beherrschen zu lassen. In einem Traum könntest du bis 6. März eine wichtige Botschaft vom Universum erhalten. Deswegen achte bitte auf deine Träume auf an diesen Tagen. Wir haben zwischen 17. und 19. einen harmonischen Venus-Pluto-Aspekt. An diesen Tagen hast du eine romantische Konstellation, die sich positiv in deinem Liebesleben auswirken kann. Wenn zutreffend, dürfte sich der Kontakt zu einem älteren Menschen, Vorgesetzter oder Familienmitglied deutlich verbessern. Das sind gute Nachrichten.
Wir haben dann zwischen 20. und 21. Sonne und Venus beide in deinem Zeichen eingetreten. Bis Mitte April fokussierst du dich zunehmend auf die Verbesserung deines äußerlichen persönlichen Auftretens. Zwischen 22. und 24. bilden Merkur und Mars einen Quadrat. Die Kommunikation mit anderen Menschen kann leider schwierig an diesen Tagen sein. Streitigkeiten können einfacher denn je entstehen. Zwischen 25. und 27. haben wir eine Konjunktion zwischen Sonne und Venus auch in deinem Zeichen. Das heißt, in der Liebe gibt es viel Neues. Elternteile werden fröhliche Nachrichten in Bezug auf ihre Kinder bekommen. Wir haben dann am 28. einen Vollmond im Sternzeichen Waage. Am Monatsende wirst du neue Dinge tun, die dir erlauben, dein Leben mit neuen Erfahrungen zu bereichern. Es kann sein, dass du zu einer raschen Handlung gedrängt wirst. Und dabei solltest du ein bisschen vorsichtig sein, damit du keine Schwierigkeiten mit anderen Menschen hast. Und dann zum Schluss haben wir zwischen 29. und 31. Sonne, Sextil, Saturn. Stabile Verhältnisse sind in allen Lebensbereichen am Monatsende zu erwarten. Mein lieber Widder, mit diesen allgemeinen Aussagen bin ich fertig. Wenn du eine genauere Prognose brauchst, kannst du gerne eine Beratung bei mir buchen. Vielen Dank, abonniere bitte unseren Kanal, falls du es noch nicht getan hast. Ich wünsche dir viel Glück im März 2021, bleib gesund und bis zum nächsten Video.